Wir sind heute auf der Suche nach Straftätern. Jemand, der was Illegales tut. Haltet die Augen offen. Ich glaube, da vorne haben wir jemanden. Okay, schnell, schnell, schnell. Du weißt schon, dass es illegal ist, ne? Was ist illegal? Ja, dass du hier stehst und das trinkst. Ich darf das trinken. Bist du sicher? Ich glaube, das ist Bier, oder nicht? Ich habe da Wasser reingefüllt, das ist kein Bier. Das glaube ich dir nicht. Ich glaube, ich sollte das mal abnehmen. Wir sind hier direkt vorm Polizeirevier. Ich kann da auch die... Das ist egal, das ist mein Bier. Ich gebe das nicht ab. Ich glaube, du solltest mir jetzt geben. Nein. Gib mir das Bier. Nein. Gib mir... Nein. Nein. Liebe Podcast-Enthusiasten, wir stehen hier nicht ohne Grund vor dem Polizeirevier, denn in dieser Podcast-Episode geht es um etwas, was die Polizei strafrechtlich verfolgt. In unserer Welt ist das Cannabis und diese kleine Köstlichkeit hier, Alkohol, obwohl man davon irreparable Schäden davontragen kann, ist absolut legal. Doch wir beschäftigen uns heute damit, mit der Frage, was wäre, wenn wir in einer Welt leben würden, in der Alkohol verboten ist und Cannabis völlig legal. Diese Frage haben wir uns gestellt und ein kleines Snippet aus unserem aktuellen Podcast, den hört ihr jetzt. Wir stehen in München. Wir haben Oktoberfest. Und es werden keine Fässer angestoßen. Angestochen nennt man das ja. Oh, zupft is. Sondern es gibt statt, hieße das dann Bierbänke? Vielleicht hieß es auch ganz anders. Es sind dann keine Bierbänke, sondern es sind... Weiß ich nicht, Raucherhocker. Rauchbänke. Und du gehst halt nicht zur Bierbude hin, sondern du gehst zu einer Bude, da gibt es verschiedene Joints in verschiedenen Stärkegraden, die du dir aussuchen kannst. Es gibt an jeder Ecke kleine Feuerstellen, wo du dein Joint anstecken kannst. Es wird weniger gepöbelt, es ist, denke ich, generell etwas leiser dort. Und es gibt weniger Kotze, weniger Prügeleien. Klingt eigentlich nicht schlecht. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen zu optimistisch gedacht. Ich finde, es klingt nicht schlecht, aber dann überlege ich mir, ich sitze jetzt in so einem Zelt im Oktoberfest und jeder kifft. Oh ja. Also die Luft da drin stelle ich mir nicht schön, obwohl ich mir dann ja auch denken muss, wenn ich das nicht schön finde, finden das bestimmt alle anderen auch nicht schön. Vielleicht hat sich auch eine Industrie entwickelt, die nur darauf bedacht ist, irgendwelche krassen Ventilatoren herzustellen, die den Rauch raussaugen. Oder wir hätten einfach nur noch Volksfeste im Sommer ohne Zelte. Nur noch alles ist Open Air. Es könnte sein, ja. Wobei man ja sagen muss, dass in den 80ern oder 70ern, da hat ja gefühlt jeder geraucht. Da hat ja jeder Mensch geraucht. Und da wurde ja sogar in Flugzeugen geraucht. Das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen. Du hattest Fernsehshows, wo du die Moderatoren kaum gesehen hast, weil so viel Rauch in der Luft lag. Ja, wirklich Wahnsinn. Und ich frage mich, ob es die Leute damals auch schon gestört hat oder ob das dann auch erst im Nachhinein so passiert ist. Vielleicht wäre das einfach schon früher passiert, dass dieses Umdenken von in Büros rauchen, in Flugzeugen rauchen, in TV-Shows rauchen abgeschafft wurde und man wäre schon viel früher zu Rauchverbot in Gaststätten gewesen. Weil das Verbot gibt es ja auch noch nicht lange. Mhm. Das ist ja keine Ahnung, 10 Jahre her oder so. Genau, wie ist denn das? Ist es gekommen, weil alle gesagt haben, auch Passivrauchen und so, das ist auch super schlecht und Rauchen ist generell schlecht und deswegen machen wir es? Oder weil einfach keiner mehr Bock hat in diesen verqualmten Räumen zu sitzen? Das ist eine sehr interessante Frage und da müssen wir jetzt ein bisschen länger drüber reden. Denn ich bin ja der Meinung, dass wenn Marihuana legalisiert worden wäre, dass die Tabakindustrie bei weitem nicht so krass gedisst und diskriminiert, wenn man das so nennen kann, werden würde, wie sie heutzutage, also wie es passiert ist. Man hat ja diese Bildchen auf den Tabakdingern drauf. Zuerst hatte man da diese Schriftzüge, ja, du kannst impotent werden, du stirbst früher und so weiter. Dann durfte man erst im Fernsehen keine Werbung mehr machen, ja, das HB-Männchen ist ja schon lange passé, dann durfte man im Kino keine Werbung mehr machen, dann wurde die Steuer immer wieder erhöht. Also Tabak wird ja, wo es nur geht, klein gemacht, weil es ja alles so schädlich ist. Und ich denke, wenn man aber Cannabis legalisiert hätte, was ja auch immer mit Tabak in gewisser Weise korrespondiert, weil man mischt es ja und raucht damit, man kann es auch anders rauchen, aber in der Regel macht man es so, dann glaube ich, dass die Tabakindustrie sich das hätte nicht gefallen lassen, in der Form, wie wir es heute haben. Diese ganzen Verbote? Ja, dass es entweder langsamer gekommen wäre oder vielleicht sogar gar nicht gekommen wäre. Dass wir heutzutage dann nicht auf den
Zigarettenschachteln, Raucherbeine und Löcher im Hals sehen würden. Ja, das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, wir würden die Tabakindustrie auch nicht so sehen, wie wir sie heute sehen. Weil überleg mal, da kommt, Tabak ist ja alleinstehend. Ne? Ich meine, in der Masse, wie es verbreitet ist, wie viele Leute rauchen, ist es eigentlich da. Es hat ein Monopol. Und jetzt überleg mal, jetzt kommt der Joint dazu. Und du hast eine ganze Industrie, die sich darum baut. Vielleicht hätten diese beiden, wären auch viel mehr zusammengeclasht und am Ende hätte der eine das andere verschluckt. Weißt du? Und wir hätten vielleicht die Tabakindustrie gar nicht mehr so, weil Tabak hat natürlich wieder den etwas schlechteren gesundheitlichen Status. Ja, aber nur von dem Standpunkt, den wir gerade denken. Denkst du, Tabak wäre anders generell, dass es gar nicht so gesundheitsschädlich wäre? Also rein wissenschaftlich wäre es natürlich gesundheitsschädlich, gar keine Frage. Ja. Aber es könnte ja sein, dass sich die Lobby zwischen Cannabis und Tabak verbündet haben. Ja, oder die hätten sie halt gefressen, weißt du, dass die Tabakleute dann gesagt haben, ja gut, dann machen wir halt nur noch für euch den Tabak, um das halt bei euch reinzustellen, aber wir machen im Joint-Business, gehen wir mit. Und vielleicht würde es dann das Tabak so gar nicht geben. Vielleicht würden die Leute gar nicht Tabak pur rauchen. Ach so. Sondern, so. Und dann hättest du auch gar nicht diese Probleme, weil wenn du ja den Tabak, natürlich ist es dann immer noch gesundheitsschädlich, aber dann können die ja sagen, ja, aber da ist ja nur ein kleiner Teil drin. Ah. Und das, was du eigentlich rauchst und was auch den Großteil ausmacht, das ist ja gar nicht so gesundheitsschädlich, wie jetzt der Tabak an sich prophezeit. Guter Punkt. Ist so ein bisschen wie Zigarillos und Zigaretten, finde ich, weil das ist ja auch in gewisser Weise ein Unterschied und Zigarillos rauchen ja auch deutlich weniger Leute als Zigaretten. Okay, als Nichtraucher musst du mich einmal kurz mal, was ist da genau der Unterschied? Ist es der Tabak, der da drin ist oder was? Ja, es sind die Tabakblätter, die sind einfach nicht so fein geschnitten wie bei einer Zigarette und es gibt keinen Filter, also in der Regel haben Zigarillos. Und dadurch werden die dann gesundheitsschädlicher? Würde nicht mal sagen, dass sie unbedingt gesundheitsschädlicher sind, aber es ist eine andere Form, das eben zu konsumieren. Okay. Ich weiß auch gar nicht genau, welchen Punkt ich machen wollte. Es hat eben noch Sinn ergeben, aber jetzt... Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen in deinem Flow. Nee, das war auch gar kein Flow. Welchen Punkt wollte ich denn damit machen? Genau, mein Punkt war folgender. Man könnte es ja dann vergleichen, vielleicht so ein bisschen wie Zigaretten und Zigarren. Ja, also die Leute, die Zigarre rauchen, die wollen halt diesen puren Geschmack von Tabak, ja, also Zigarren sind ja aus Blättern gerollt und der Tabak darin ist auch deutlich grober als in Zigaretten und es gibt eben diese Klassiker Zigaretten und so könnte es auch sein, dass es eben die gibt, die wie du sagst, eben kiffen und da ist eben dieser kleine Teil von Tabak drin und die Puristen, die sagen, nein, ich möchte den richtigen Tabakgeschmack und ich kaufe mir Zigaretten und es ist ja auch so, dass Zigaretten... Ja, das seid ihr ja wieder. Wenn ihr euch fragt, wie diese Episode weitergeht, dann müsst ihr jetzt auf Spotify gehen oder ihr geht auf iTunes oder ihr geht in diverse Links, die in der Beschreibung unter diesem Video stehen und hört euch den Rest dieser Episode an. Ich genieße jetzt die restlichen Tropfen dieses Bieres und freue mich, dass die Polizei gegenüber keine Handhabe hat, um mich zu verknacken. Währenddessen ich das hier genieße. Ja. Auf Wiedersehen. Prost. Ist mir eigentlich zu herb, das Bier, ne?